Herzlich willkommen zu unserem heutigen Tutorial zum Thema Lackiervorbereitung der Spritzkabine Fanspray One. Zum Thema Lackiervorbereitungen gehört zum Beispiel das Auskleben der Kabinenwände von innen, damit die Kabinenwände nicht so sehr mit Sprühnebel verschmutzt werden. Danach ziehen wir über das Gurtband das Papierband, was zum Schutz des Gurtbandes ist, damit dieses überhaupt gar nicht verschmutzt. Anschließend machen wir noch einen kurzen Sicherheitscheck. Und dann ist die Maschine eigentlich vorbereitet und ihr könnt mit dem Lackieren starten. Als erstes fahren wir dazu mal den Pistolenarm nach hinten. Mit dieser Taste fangen wir an. Danach die Taste daneben. Sinn der Sache, dass wir den Pistolenarm nach hinten fahren, ist, dass ihr euch einen zweiten Kollegen holen solltet, ihn in der Maschine platziert, damit er euch nachher beim Kabine auskleben die Rolle abnehmen kann, die Kleberolle, weil keiner hat so lange Arme, dass er das alleine von vorne bis hinten auskleben kann. Danach öffnen wir die Türen, nehmen uns die Kleberolle. Das Kleben funktioniert ein wenig wie Tapezieren, nur ohne Kleister und ist einfacher. Ihr setzt die Folie an, streicht sie einmal kurz an und gebt sie dann, wie besprochen, an den Kollegen, der jetzt in der Maschine sitzen würde, weiter. Der zieht sie dann bis nach hinten durch, schneidet ab, setzt neu an und schon habt ihr ein Teil beklebt. Natürlich, wenn noch was fehlen sollte, klebt ihr das noch nach. Ihr braucht nicht Stoß auf Stoß kleben, wie zu Hause die Tapete. Einfach überlappen lassen, anstreichen. Es geht schließlich nur um den Schutz der Kabinenwände, mehr nicht. Teile, die ausbaubar sind, wie zum Beispiel das Luftleitblech auf der Absaugung, die beiden seitlichen Schiebebleche, würde ich euch empfehlen, legt sie auf den Tisch, beklebt sie da. Ist einfacher für euch. Über die Lampe könnt ihr gerne drüber wegkleben. Macht nichts, Licht kommt trotzdem durch, wie man hier auch schön sehen kann. Die hinteren Türen von innen, auch die würde ich bekleben, weil auch da kommt natürlich immer so ein bisschen Overspray hin, was ich dann negativ auswirken würde auf die Optik der hinteren schwarzen Türen. Das gleiche könnt ihr mit den vorderen Türen, von innen das Glas, auch ruhig auskleben. Je mehr ihr ausklebt, umso mehr habt ihr geschützt, umso mehr seid ihr auf der sicheren Seite. So, der Olli hat euch ja gerade gezeigt, wie man die Maschine ausklebt. Und jetzt zeigen wir euch, wie man das Papierband richtig einfädelt. Dafür klappen wir die Rolleneinlaufbahn erstmal nach oben. Die ist übrigens Gasfeder unterstützt, deswegen geht es ganz einfach, sie hochzuklappen. So, hier sehen wir auch schon unsere Papierrolle. Die wird in der Erstausstattung so auf dem Wagen mitgeliefert und deswegen müssen wir sie einfach nur noch reinschieben. Das funktioniert super einfach, da wir hier vorne und hinten die Führungen haben und das somit kein Problem für uns ist. Wenn die Rolle mal leer sein sollte, kann man die auch ganz einfach wechseln, was wir euch dann in einem anderen Tutorial zeigen werden. So, als nächstes begeben wir uns mal zu den Rollen. Hier haben wir eine silberne Rolle und eine graue Rolle. Dieses Papierband nehmen wir hinter der silbernen Rolle hinterher und führen es dann vor der grauen Rolle vorher. Falls ihr die geklebten Spritzschutzbleche schon eingebaut habt, achtet bitte darauf, dass das Papierband auch unter den Blechen drunter hergefädelt wird. Das ist sehr wichtig, damit die Funktion auch später gegeben ist. Das Band ist sehr robust, das könnt ihr ruhig ein bisschen fester anfassen, das ist überhaupt kein Problem. So, jetzt demonstrieren wir euch das mal. So, dann sind wir auch schon fertig damit im Einlauf und begeben uns jetzt zu der Hinter- bzw. Vorderseite, um das Papierband weiter einzuziehen. So, jetzt sind wir hier auf der Bedienseite und möchten das Papierband weiter durchziehen. Falls ihr auf der Rückseite schon das Verkleidungsblech eingebaut habt, nehmt es raus, umso besser könnt ihr das Papierband durchziehen. Achtet jetzt besonders nochmal auf die Spritzschutzbleche, damit das Papierband auch darunter hergeführt wird, damit die Funktion gegeben ist.
Nun sind wir am Auslauf, um das Papier mit der Aufwickelrolle zu verbinden. Und das funktioniert wie folgt. Wir ziehen das Papier über die erste graue Rolle und lassen es nach unten hinabtauchen. Dann nehmen wir es von der Bedienseite unter der Aufwickelrolle drunter her und kleben es vorne fest. Das demonstrieren wir euch jetzt einmal. Damit seid ihr damit schon fertig. Achtet bitte darauf, dass ihr die Kontergewichte auf der Einlaufseite nicht vergesst. Wir haben ja jetzt schon die Kabine ausgeklebt mit Antistatikfolie zum Schutz vor Overspray an den Kabinenwänden, Fenstern, Lampen, USW. Wir haben das Papierband eingezogen, um das Gurtband vor Sprühnebel zu schützen. Um aber jetzt lackieren zu können, müssen wir natürlich noch die Farbversorgung anschließen. Viele von euch haben die Farbversorgung mitgekauft. Zum Thema Anschließen. Erstens mal, in der Maschine sind immer zwei Farbkreise verbaut. Die Farbkreise bedeutet, dass jeweils 2x2 Schläuche aus der Maschine rauskommen. Natürlich gekennzeichnet mit F1. Farbkreis 2 dementsprechend natürlich mit F2. Zum Anschluss. Ihr nehmt die Schläuche. Ihr seht, jetzt sind nur noch zwei Anschlüsse frei. Welcher Schlauch an welchen Anschluss kommt, ist im Prinzip egal, weil wir haben hier Ringleitungen verbaut. Farbe geht auf jeden Fall durch und kommt auch an den Pistolen an und funktioniert. Um die Pumpe ans Laufen zu kriegen, müssen wir die Pumpe natürlich noch mit Luft versorgen. Dazu haben wir auf der Rückseite des Pumpenständers einen Verteilerblock sitzen mit einer Radiatorverschraubung plus verschiedenen Größen an Schlauchtönen. Je nachdem, was ihr in euren Betrieben für Luftdruckleitungen liegen habt, könnt ihr da mit einem passenden Schlauch die Pumpe mit dem entsprechend großen Luftschlauch ansteuern. Schelle drauf, fertig, Pumpe ist angeschlossen und somit lackierbereit. So, jetzt zeigt euch meine Kollegin Sarah noch ein bisschen was zum Sicherheitscheck und danach könnt ihr dann endlich loslegen mit der Lackiererei. So, zu guter Letzt überprüfen wir jetzt die Sicherheitsfunktion der Anlage. Natürlich testen wir das schon immer alles bei uns im Betrieb, aber sicher ist sicher. Hier haben wir drei relevante Sicherheitsabfragen, die wir testen können. Einmal haben wir den Druckluftregler, die Türsicherheitssensoren und den Notausbutton. Ich fange jetzt einfach mal mit dem Druckluftregler an. Der ist natürlich dafür bestimmt, dass der Prozess ordentlich und sauber abläuft. Das heißt, dass wir auch richtig lackieren. Ich regel den jetzt einfach mal runter, um eine Störung zu simulieren. Wie ihr seht, wird direkt eine Störung in Rot auf unserem Display angezeigt. Um zu wissen, was das ist, klicken wir jetzt einfach drauf und gucken mal. Störung Druckluftversorgung. Wenn wir jetzt nicht genau wissen, wo könnte das sein, ist daneben ein Button mit einem Fragezeichen, den wir mal anklicken. Hier kann man sich entweder ein Bild ansehen oder einen Infotext zu den Problemen, die wir behandeln könnten. Wenn wir den Grund für die Störung ausgemacht haben, beseitigen wir ihn, indem ich hier wieder hochregel und die Störung dann quittiere. So, das hat alles super geklappt. Unser Druckluftregler funktioniert einwandfrei. Jetzt können wir uns dem nächsten Thema widmen, und zwar die Türsicherheitssensoren. Die befinden sich einmal vorne an den Türen und einmal hinten an den Türen. Ich werde jetzt die erste Tür hier mal testen. Das mache ich, indem ich den Pistolenbaum in die Mitte fahren lasse und dann einfach mal die Tür ruckartig aufmache. Dann sollte alles sofort zum Stillstand kommen. Wie ihr sehen könnt, hat das super funktioniert. Um die hinteren Türen testen zu können, nehmt euch am besten einen Arbeitskollegen dabei, der euch hilft. So, diese Störung haben wir nun auch quittiert. Kommen wir zum letzten. Das ist der Notausbutton. Den wollen wir natürlich am besten Fall nie benutzen, aber kontrollieren sollten wir ihn. Jetzt mache ich das gleiche wie eben. Ich lasse den Pistolenbaum wieder nach vorne fahren und betätige den Button.
So, auch hier bleibt der Pistolenbaum stehen, das heißt, unser Button funktioniert. Um die Störung quittieren zu können, drehen wir den Knopf wieder raus und drücken auf das Häkchen. So, unser Sicherheitscheck ist damit vollendet und ich wünsche euch viel Spaß beim Lackieren.